Ich habe keine Ahnung, ob ich dieses Video jemals hochladen werde oder ob ich diese Aufnahme gleich löschen werde, nachdem ich geguckt habe. Aber Leute, die Liste ist online mit den nicht bestandenen, also die Leute, die nicht zugelassen werden zur mündlichen Prüfung von meinem Examensdurchgang im Februar. Wir müssen jetzt auf die Durchfallerliste gucken, oder ich muss da jetzt drauf gucken und muss nach meinem Aktenzeichen, nach meiner Prüflingsnummer gucken auf dieser Liste, ob ich draufstehe. Wenn ich draufstehe, dann habe ich nicht bestanden. Ich bin kurz vorm Abschmieren. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Wir haben kurz nach 8 Uhr, also 20.10 Uhr haben wir gerade. Und ich weiß seit ungefähr, ich glaube, 4 Stunden, dass die Liste online ist. Und eine Freundin von mir hat gestern schon ihre Ladung bekommen zur mündlichen Prüfung und ich habe noch nichts. Die Hoffnung ist minimal, ist eigentlich nicht mehr vorhanden, ganz ehrlich. Also ich habe mich eh darauf eingestellt, aber ich drücke mich gerade so massiv, diese Liste anzugucken. Oh, ich hab so Angst, weil ich nicht weiß, wie das dann alles weitergehen soll und was ich machen soll. Und ich habe so eine Panik, ey. Das kann ich euch nicht vorstellen gerade. Ich bin richtig so. Mir ist, seitdem ich weiß, dass die Liste online ist, ist mir so übel. Wirklich, ich habe seit heute Morgen um 9:45 nichts mehr gegessen. Und mir ist einfach so kotzübel. Mir ist richtig schlecht. Und oh, ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst, da jetzt meine Nummer zu suchen. Ich weiß überhaupt nicht, ist das diese Prüflingsnummer oder. Was ist das genau? Oh Gott, ich hab so Schiss, ich hab so Schiss. Okay, wie fange ich das jetzt am besten an? Wahrscheinlich kurz und schmerzlos. Ja, Freunde, ich bin durchgefallen. Ich habe das Examen nicht bestanden. Ich habe meine Prüflingsnummer auf der Liste der Durchfaller wiedergefunden. Heißt also, ja, ich bin wie gesagt durchgefallen, habe dementsprechend dann auch keine mündliche Prüfung in 2 Wochen. Und muss das Examen nochmal schreiben, was ja per se eigentlich nicht so eine große Überraschung ist, weil ich ja schon mit ja, dem Gedanken ins Examen reingegangen bin, dass ich so oder so nochmal schreiben werde, sei es dann der richtige Versuch oder die Verbesserung. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es dann der Verbesserungsversuch wird. Auf der anderen Seite. Und ich will das irgendwie gar nicht aussprechen, weil ich mich ein bisschen weird fühle, das so zu sagen. Aber auf der anderen Seite bin ich gerade echt ein bisschen froh, dass ich jetzt nicht in 2 Wochen eine mündliche Prüfung haben muss. Einfach weil mir das irgendwie gerade so ein bisschen viel geworden ist und ich halt auch so lange nichts mehr gemacht habe, was natürlich meine eigene Schuld ist. Ich will mich hier gar nicht irgendwie rausreden oder so. Aber es ist halt jetzt einfach in den letzten Monaten so viel passiert und ich bin gerade auch mehr im Schwerpunktthema irgendwie drin als im Pflichtfachstoff vom Examen. Und ja, ich hatte richtig Angst und Panik davor, die mündliche Prüfung zu haben, weil ich mündliche Prüfung allgemein als viel schlimmer empfinde und schon viel mehr schlimmere mündliche Prüfungen hatte als schriftliche. Von daher, ja, bin ich tatsächlich ein Stück weit entlastet. Nein, also es ist so ein Stück weit Druck von mir runtergefallen diesbezüglich. Also, dass ich halt nicht eine mündliche Prüfung habe. Natürlich bin ich trotzdem traurig und auch irgendwie verletzt. Und ja, es ist trotzdem natürlich ein Schlag ins Gesicht. Man rechnet damit, man ist darauf vorbereitet. Und ich habe schon immer gesagt, dass ich ein sehr schlechtes Gefühl hatte nach dem Examen. Ich bin natürlich jetzt gespannt, was genau ich falsch gemacht habe, wo meine Fehler lagen, welche Noten ich überhaupt habe, in wie vielen Klausuren ich durchgefallen bin und so weiter. Ja,
Das ist jetzt irgendwie trotzdem natürlich eine sehr deprimierende Nachricht. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wie es weitergehen wird, was ich jetzt machen werde oder nicht. Ja, es ist irgendwie gerade alles so ein bisschen, weiß ich nicht, unsicher. Ich bin mir sehr unschlüssig und ja, muss irgendwie gerade es selber erstmal so ein Stück weit verdauen und schauen, wie ich halt jetzt damit zurechtkomme. Ja, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich noch sagen soll. Ich wünsche natürlich allen, die auch jetzt in der Situation sind, dass sie durchgefallen sind, ganz, ganz viel Kraft. Und ich hoffe, dass ihr euch da nicht selbst zu sehr fertig macht oder dass ihr irgendwie euch als Mensch dadurch definiert oder ja, enttäuscht von euch seid. Es ist einfach nur eine Prüfung. Man darf das auch so sagen. Und ihr könnt trotzdem stolz auf euch sein, dass ihr es so weit gebracht habt, dass ihr es probiert habt. Und alle, die bestanden haben, denen wünsche ich natürlich alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Und ich freue mich auch für euch und ja, wünsche euch ganz viel Glück für die mündliche auf jeden Fall. Der erste Schock ist tatsächlich auch schon verdaut. Wir haben heute übrigens, was haben wir, Freitag? Genau, also gestern Abend um, weiß nicht, Viertel nach acht oder so, hatte ich ja dann die Liste angeschaut und habe es ja dann gesehen. Und zum Glück war Timo dann auch relativ schnell da von der Arbeit und dann, ja, wurde lange geweint und geredet und ein bisschen Pizza gegessen und Harry Potter geschaut und dann ging es auch schon wieder. Ich habe die Nacht relativ gut tatsächlich sogar geschlafen, was aber wahrscheinlich eher daran lag, dass ich so schmerzende Augen hatte vom Weinen, dass die einfach kaputt waren und ich deswegen schlafen konnte. Ich war dann aber heute Morgen auch relativ früh wach, habe dann auch direkt mit Becky geschrieben und ja, muss einfach ganz ehrlich sagen, dass Becky eine wahnsinnig große Stütze ist für mich und dass sie mir da wirklich sehr viel hilft und ja, mir auch sehr viel Mut schon wieder gemacht hat. Und dann war ich eben bis eben gerade dann bei meinen Eltern und war vorher, also ich bin nach Hause gefahren zu meinen Eltern und habe es meinen Eltern dann erzählt. Und ja, hatte irgendwie doch so, also ich hatte nicht Angst, es ihnen zu sagen, weil ich weiß, dass meine Eltern gerade was so Prüfungen und so angeht, da, ich sag jetzt mal, entspannt sind. Also ja, keine Ahnung. Einfach, die waren, also sie waren und sind immens stolz auf mich, dass ich überhaupt geschrieben habe, dass ich überhaupt Jura studiere und so weiter. Von daher hatte ich jetzt nicht irgendwie die große Angst, es ihnen zu sagen, aber natürlich tut es jedes Mal weh, dass einfach auszusprechen und zu sagen, so, jo, ich habe es nicht geschafft, ich habe nicht bestanden. Aber meine Eltern waren da wirklich ganz, haben da richtig gut reagiert. Meine Mom war total, also wirklich des Todes entspannt und war so, ach ja, drauf geschissen. Ist auch nur eine Prüfung, easy going, so eine, ist auch kein Weltuntergang. Und du hast trotzdem alles gegeben. Und ja, dann sind wir erstmal shoppen gegangen. Und ja, haben einfach so ein bisschen die Zeit zusammen uns schön gemacht, I don't know, waren einfach ein bisschen bummeln und ich habe mir bei Subway ein richtig nices Sandwich gegönnt und jetzt sieht die Welt auch schon wieder ein bisschen besser aus. Ich kann auch, wie man sehen kann, wieder lachen und ja, einfach ein bisschen wieder das Positive sehen und hoffe irgendwie, ja, dass ich mich dann in den nächsten Wochen ein bisschen fangen werde. Ich weiß noch nicht, ob nächste Woche ein Video kommen wird, ich weiß noch nicht, wann generell ein Video kommen wird. Ich muss jetzt erstmal irgendwie ein bisschen auf mich gucken, wie ich das Ganze jetzt verarbeite. Ich muss ja trotzdem auch in die Uni gehen, meinen Schwerpunkt machen. Von daher, ja, das Leben geht weiter. Beim ersten Versuch hat es nicht geklappt, aber dafür dann beim nächsten Versuch. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so mit mir mitgefiebert habt, dass ihr mich unterstützt habt, dass ihr Daumen gedrückt habt und ja, würde sagen, ich verabschiede mich dann erstmal und wünsche euch allen jetzt wie immer noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, lasst den Kopf nicht hängen, falls es euch genauso geht. Glaubt an euch und dann sehen wir uns irgendwann demnächst wieder. Tschüss!